Ja moinsen, meine sehr verehrten Brudingos und willkommen zurück zu Fortnite auf der Nintendo Switch. Heute gibt's mal eine richtig schöne Scharfschützengefechtrunde auf eure Augen und das Ganze aus gutem Grund. Nicht nur, weil ich heute natürlich mit der Sniper verfahren möchte, nein, ich will euch heute auch etwas ganz Besonderes zeigen. Ihr wisst, heute um, ich glaube, 15 Uhr kommen die Woche 6 Challenges in Fortnite rein, also die Weekly Challenges, und dazu will ich euch heute ein bisschen was erklären, wie ihr die Challenges so einfach wie möglich machen könnt. Vorneweg, ihr wisst, dass ich diese heute auch im Stream machen werde, so gegen 16.30 Uhr, und lange Rede, kurzer Sinn, ich will euch heute mal den Banner zeigen, den es in Season 7 Woche 6 gibt, und der befindet sich direkt hier, ja, bei Jerusalem, wie es die Community immer so schön zu sagen pflegt, und zwar genau an der Stelle hier. Genau hier findet man, ja, den Battle Pass Banner. Und zwar folgendermaßen. Der sollte sich genau hier aufhalten, auf diesem Teil. Also den kann ich zwar jetzt noch nicht irgendwie einsammeln, weil der wird noch freigeschaltet, aber schon mal so als kleine Info vorneweg, hier gibt es den Battle Pass Banner. Und falls sich gerade einige fragen, wie ich darauf kam, folgendermaßen stellt sich die Sachlage dar. Aufgepasst. Hier sehen wir den Ladescreen aus Woche 6. Und jetzt möge man meinen, okay, es ist wahrscheinlich Retail Row, wo der Battle Pass Banner ist. Habe ich auch zuerst gedacht, als ich ihn mir angeschaut habe, diesen Banner hier. Aber wenn man sich das Ganze mal vergegenwärtigt, hier der Tomatenbrutz. Und hier natürlich ganz klar der Banner. Und man sieht, der wird hier so gekennzeichnet an einem Ort, der bergig ist und wo auch solche, ja, Objekte oben auf dem Berg sind. In dem Fall halt diese Autos und diesbezüglich halt, oh, guck mal, Alter, die hängt ja auch auf 7:30 da rum, ne? Junge, setz dich mal anständig hin. Die heutige Jugend, Alter, was ist los bei dir? Ja, und dieses Schild hier gibt den Hinweis darauf, wo der Battle Pass Banner ist, und der ist, wie gesagt, genau an dieser Position hier. Ja, an diesem Autofriedhof. Oder wenn man, wie auch immer man das Ganze bezeichnen möchte. Hier ist auf jeden Fall der Friedhof de la, ja, ne? Banner. Gucken wir uns heute um 16.30 Uhr ganz genau an. In dem Sinne, Brudingos, wisst ihr Bescheid. So, und jetzt spielen wir mal eine schöne Runde de la Scharfschützengefecht. Ich weiß doch gar nicht, ob hier jetzt genau was abgegangen ist. Ich habe zumindest jetzt gerade keinen Gegner hier gesehen. Das sind auch Schildtränke, die holen wir uns jetzt erstmal ein bisschen schnell. Ach, natürlich kriegen wir Fallschaden, ist klar. Ich dachte, diese Taktik irgendwie vom Berg ja, runter zu rutschen und in Richtung Berg zu schauen, mindert ein bisschen die Geschwindigkeit. Aber wie man sehen kann, das macht gar nichts. Gar nichts macht es. Ja, Sapalot, Mensch, nochmal. Frechheit. So, Jagdgewehr. Wichtige Angelegenheit natürlich. Boombox können wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Ist ja nicht schlecht. Wird ja auch nicht schlecht in unserer Hosentasche. Ja, moin. So, und Fallen. Fallen, ihr wisst es selber, sind in dem Modus auch übelst wichtig, weil die Gegner da auch sehr gerne reinrennen und so. Deswegen nehmen wir die auch am besten direkt mit. So. Jetzt gucken wir uns noch mal ganz kurz nach einem großen Schildtrank um. Und dann können wir auch eigentlich losgehen. Wobei eigentlich hier auf dem Weg sich safe irgendwo ein Schildtrank befinden müsste. Also irgendwo auch hier in der Bude oder so. Vielleicht auch ein bisschen weiter unten. Und war hier schon jemand am Start? Oder war ich gerade in dem Haus drin? Ich weiß es gar nicht. So, egal. Ist auch vollkommen crazy. Wir mal kurz die Truhe aufhoffen auf den großen Schildtrank. Ja. Nice Tendo, meine lieben Brudingos. Ja, geil. Ich habe mich generell auch ein bisschen schlau gemacht bezüglich der heutigen Wochenchallenge, die halt heute startet und so. Und habe auch ein bisschen rausgefunden, was man so als Aufgaben machen muss. Und die Zwerge kommen zurück ins Spiel. Ihr erinnert euch hoffentlich an die Zwerge, ja? Die man auch in diversen Wochenchallenges
ja, aufsammeln musste quasi. Und die scheinen ein Comeback zu feiern. Diesmal, glaube ich, nicht als Zwerge, sondern irgendwie als Knechte. Beziehungsweise. Ach, Sirius. Weniger als Knechte, eher so als eine Art. Ist das Auto hier? Ist das Auto nicht hier? Doch, ui, das war aber jetzt knapp, knapp Orangensaft. Nicht als Zwerge, sondern als Wichtel. Ja, die sind als Wichtel zurückgekehrt. Und die müssen wir heute sammeln. Und dazu sind auch nochmal ein paar Sachen gesagt, aber mehr dazu, wenn es soweit ist. Wir ziehen uns noch ganz kurz das Medikit rein. Oh, Zone kommt aber langsam auf uns zu. Wir müssen uns beeilen, Brudinius. Scheiße, Bruder. Das schmeckt nicht. Okay, raus hier. Auf zum Auto. Wo ist das Auto? Da ist das Auto. Ich habe das Medikit gesehen, aber ich denke mir so, nee, komm, lass mal. Wir bleiben bei den. Oh Gott, Junge, beweg dich doch. Scheiße, Bruder! Wir bleiben bei den Verbänden. Das ist besser. Oi! So, okay. Wir sollten es aber jetzt eigentlich in die Zone schaffen können. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert. Junge, reiß dich zusammen, Mann! Heilige Scheiße. Und anhand der Zone, die wir jetzt gerade hier haben, können wir uns auch eigentlich nach Retail begeben. Und zwar an dem Ort, den wir gerade im Banner gesehen haben. Ich würde sagen, let's go, meine Brutes. Auf geht das! Ja, lecker. Ja, let's go. Ich würde sagen, wir gehen echt mal zu dem Ort. Und zwar. Oh Gott, nein. Oh nein, bitte nicht. Oh nein. Scheiße. Von wo auch immer das jetzt gerade eben gekommen ist, Alter. So, aber das Restaurant, das hier steht, das ist mir halt wirklich legit erst gestern aufgefallen, dass es existiert. Das gibt es schon irgendwie seit Anfang Season 7 und mir ist dieses Restaurant erst, ja, gestern aufgefallen im Stream. Und ich dachte mir so, Alter, ist das dein Ernst? Ich bin schon oft in Retail gewesen. Nicht oft, aber ich war schon einigermaßen oft in Retail Row. Und dachte mir so, Alter. Okay, das wird's gewesen sein, meine lieben Brudingos. Ach, geil. Ah, warum muss ich auch hier mit gegen Duos kämpfen, Alter? So, Nummer 1 ist schon mal Feierabend. So, der wollte mich wegkacken. Das ist Rache, mein Bruder. Nein. Ja. Ja. So, jetzt kommen Sie heran, mein lieber Freund. Dreckschwein, pass auf. Dich kriege ich noch. Pass auf, du Sau. Dich kriege ich. Ach komm, weißt du was? Scheiß auf den, wir gönnen uns den Loot und teilen uns auf. Was ist denn hier los? Ja. Ah, blaues Jagdgewehr, das schmeckt aber delicious. So, mein Freund, ja? Mich hier mit der Axt anhauen. Dass ich nicht lache, Alter. Jetzt kriegt er aber was ordentlich auf die Fresse, der kleine Bengel. Und er kommt da hinten runter. Und hier ist noch ein Apfel. So, nice. Ich dachte, die holen mich halt wirklich, ne? Ich dachte echt, die holen mich. Und dann habe ich nochmal ordentlich einen Headshot ausgeteilt, ey. Und ich wette, der hat auch nicht mehr viel Lebenspunkte gehabt, der Typ. Aber natürlich muss er sich mit dem Taschenriss retten, ne? Weil er auch sonst nichts in seinem Leben, ja, ihr Backen bekommt, ne? Die alte Sau. Aber keine Sorge, den kriegen wir auch noch. So, scheiß mal auf die Boomboxen. Wir ziehen uns die Tränke und wenn wir schon mal hier sind, ja, gucken wir natürlich auch mal, das war, ja gut, noch ein großer Schildtrank. Wir hätten generell die ganzen Schildtränke, die wir, wisst ihr, was ich meine? Die ganzen Schildtränke, die wir gefunden haben hier, ne, in Jerusalem, die hätten wir alle mitnehmen können. Was mache ich stattdessen? Palavern. Und ich denke mir halt nur so,
Scheiße, Bruder. Okay, da geht auch irgendein Battle ab hier in Retail. Ich weiß nicht wo. Aber das kriegen wir doch raus. So, und gönnen uns auch natürlich erst noch hier den großen... Junge, wie viele große Schildträger gibt's hier bitte, Alter? Der Modus ist voll davon. Und hier irgendwo ist... Ah, guck mal da. Zwei Stück natürlich. Wie man es halt auch eben kennt. Das schmeckt. Der schließt mich ein. Kommen Sie heran? Nein! Okay, ganz kurz. Schlürfsaft. Oh Gott! Verpiss dich! Ja, alles klar. Ja gut, die Axten halt, ne? Da kannst halt auch nichts machen, Alter. Da kannst halt auch echt nichts machen. Aber gut, ja, das soweit dazu. Zwerge kommen zurück, die aber in dem Fall Wichtel sind. Und ihr habt jetzt die Position des Banners. Wissen Sie Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ein Abo, wenn ihr neu seid. Heute um 16.30 Uhr gucken wir uns die Challenges an und machen sie heute. Würde mich freuen, wenn ihr heute um 16.30 Uhr im Stream vorbeischaut. Bis dahin, hauen Sie rein!